Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. In meinem heutigen Video werde ich wieder einen Tag machen. Und zwar den Mein letztes Mal Tag. Ich habe ja in der letzten Zeit schon 2 Tags gemacht. Und die kamen immer sehr gut bei euch an. Deswegen werde ich diesen jetzt machen. Das war wieder einer von den Tags, die damals vor 7 Jahren total gehypt waren und die jeder gemacht hat. Und ich glaube, ich habe den damals nie gemacht. Deswegen holen wir das Ganze jetzt einfach mal nach. Und zwar werde ich jetzt einfach beantworten, wann ich gewisse Sachen zum letzten Mal gemacht habe. Und ich glaube, das könnte ganz spannend und interessant für euch sein. Und ihr könnt alle Fragen auch in den Kommentaren einfach selber mit beantworten. Also ich werde mir da auf jeden Fall eure Antworten auch durchlesen, deswegen nehmt sehr gerne teil. Hinterlasst dem Video auch sehr gerne einen Daumen nach oben und dann starten wir jetzt auch schon direkt mal mit der ersten Frage, die auch schon sehr interessant ist, würde ich sagen, und zwar mein letzter Tweet. Ich glaube, daran merkt man schon, wie alt dieser Tag eigentlich ist, denn damals hat man noch Twitter genutzt. Mittlerweile, ich habe die App halt gar nicht mehr auf meinem Handy. Ich nutze Twitter überhaupt nicht mehr. Ich glaube, mein Konto ist noch da. Da muss ja mein letzter Tweet irgendwie so ein Repost oder so sein. Allerdings kann ich das nicht nachschauen, weil ich die App gar nicht mehr habe. Ich weiß auch gar nicht mehr mein Passwort. Also wahrscheinlich weiß ich schon, weil es irgendwo steht, aber wisst ihr, wie ich meine? Deswegen werde ich euch jetzt einfach mal mein letztes Instagram-Bild zeigen und mein letztes TikTok, weil das ja ungefähr das ist, was jetzt adäquat zur aktuellen Zeit ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Mein letztes Instagram-Bild ist dieses hier. Blendet euch das dann auch mal hier ein. Da stehe ich einfach vor einem Busch und habe ein Foto gemacht. Auf Instagram heiße ich übrigens xlater. Falls ihr mir dort noch nicht folgt, macht das sehr gerne. Ich bin da sehr aktiv. Ihr bekommt da Daily Stories. Ich lade fast täglich ein Instagram-Bild hoch. Genauso aktiv bin ich aber auch auf TikTok. Da könnte ich euch jetzt auch mal mein letztes TikTok einblenden. Und zwar lasse ich das jetzt hier einfach mal laufen komplett. Ich höre jetzt mal auf zu reden, damit ihr den Ton hören könnt. Kein Spaß. Dafür müsst ihr einfach nur in eure Direktnachrichten gehen und dann leicht die Seite wischen. Dann seht ihr bei Fotos und bei Videos, ob die andere Person das gescreenshottet hat. Das heißt, man sieht auch, wenn ihr etwas screenshottet. Genau, auf TikTok heiße ich xlater und da lade ich auch eben fast täglich ein TikTok hoch. Folgt mir da sehr gerne. Wir sind da in so kurzer Zeit schon so krass gewachsen. Ich habe TikTok erst angefangen so wirklich zu nutzen, als wir aus Thailand zurückgekommen sind, also als quasi der Lockdown in Deutschland angefangen hat, einfach weil ich pure Langeweile hatte. Und jetzt sind wir einfach schon bei 730.000 Followern da, was mich mega freut. Deswegen schaut dort sehr gerne mal vorbei und vielleicht knacken wir ja irgendwann die 1 Million da. Dauert noch ein bisschen, weil dafür fehlen noch 270.000, aber vielleicht irgendwann. Ihr könnt ja sehr gerne mal vorbeischauen und Teil davon werden. Okay, weiter geht es jetzt. Meine letzte Mahlzeit. Also ich war heute mit Freunden grillen und dementsprechend war es, kennt ihr diese, ich glaube Fackeln heißen die, also so übertrieben fettiges Fleisch mit Curry-Ketchup und Salat. Das habe ich gegessen. Und dann gab es noch Fladenbrot mit Aioli-Creme. Ah genau, dann habe ich mir noch ein Melone- und Pokémon-Eis geholt. Das müsste dann meine letzte Mahlzeit so in Kombination gewesen sein. Danach habe ich nur noch hier einen Energy-Drink getrunken und ein bisschen Wasser. Letzter Traum, das weiß ich tatsächlich noch. Das war nämlich voll der, keine Ahnung, ich würde schon sagen, oh mein Gott, ich habe gerade den Tisch verschoben. Ich wollte nur mich hier rüberrücken. Ich würde sagen, das war schon eher so ein krasserer, nee, ich verschiebe die ganze Zeit den Tisch. Also ich würde sagen, das war schon so eher ein krasserer Traum, beziehungsweise irgendwie ist er mir halt einfach so voll hängen geblieben. Als ich nämlich aufgewacht bin, habe ich direkt Jonas alles erzählt und deswegen weiß ich den dann halt noch, beziehungsweise er kennt ihn auch. Also folgendes. Ich habe geträumt, dass Jonas und ich uns nochmal in quasi einer anderen Welt kennengelernt hätten. Das Ganze ist irgendwie so ewig her, also ich glaube damals gab es noch keine Smartphones, wie als wären wir im Jahr 1970 in einem ganz anderen Land, in einer ganz armen Stadt, in einem ganz armen Viertel. Irgendwie sowas Richtung Litauen. Ich will jetzt nicht sagen, das ist ein armes Land, aber halt in so einem Land, in einem armen Viertel. Also irgendwie so ein östliches Land von der Sprache und so, würde ich jetzt zuordnen. Wir haben da in so einer Plattenbausiedlung gelebt, die wirklich recht asozial war, sehr runtergekommen. Wir hatten alle gar kein Geld. Es war einfach eine ganz andere Welt, aber wir waren dennoch glücklich, weil wir hatten eine Familie, Liebe etc. Und da haben Jonas und ich uns kennengelernt und wir waren irgendwie relativ jung, vielleicht so 11 oder 10. Wir haben uns dann da kennengelernt, mega gut verstanden, sind dann auch zusammengekommen, haben dann auch, als wir Eltern wurden, total die Scheiße gebaut, irgendwie ein Kiosk ausgeraubt und so, weil das einfach andere Zeiten damals waren und andere Verhältnisse und all sowas haben wir dann da einfach zusammen gemacht und waren halt so komplett verliebt und irgendwie ist mir dieser Traum so in Erinnerung geblieben, dass ich den bis jetzt einfach nicht vergessen habe. Das ist irgendwie voll der krasse, schöne Traum gewesen und ich fand das irgendwie cool. Irgendwas, irgendein Vibe hatte der. Wir hatten alle kein Geld, nichts.
aber waren dennoch zufrieden. Bei Willy Barton. Voll crazy, ich weiß. Oh Gott. Deine letzte SMS. Leute, SMS. Wer schreibt denn noch SMS? Ich kann mal schauen, okay. Meine letzte SMS war, lautet dein Instagram-Code. Das war einfach so eine Service-Nachricht, weil ich mich mit einem anderen Gerät eingeloggt habe. Meine richtige SMS, Lieferando, ihre Bestellung wird in 63 Minuten geliefert. Das war schon. Ich habe sonst keine SMS. Ich kann euch mal WhatsApp zeigen. Da war meine letzte Nachricht an Laura. Das war allerdings eine Sprachnachricht. Und zwar... Und happy, 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 happy Birthday an deinen Freund von Jonas und mir. Genieß den Tag. Cool. Da hat sie geantwortet. Und sie hat noch auf was anderes reagiert. Und meine letzte Textnachricht, die war tatsächlich auch an Laura. Und so habe ich ihr geschrieben, und wie ist es jetzt mit dem Knöchel? Falls es hier jemanden interessiert. Das waren meine letzten WhatsApp-Nachrichten. Okay, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Letzter Kuss. Der war ungefähr vor einer Stunde mit Jonas. Genau. Letzter Schuhkauf. Da! Wann war der? Vorgestern. Und die stehen da. Und zwar, oh Leute, ich zeige sie euch mal. Oh. Ich habe... Jonas findet diese Schuhe so hässlich, aber ich liebe sie. Ich bin nächsten Monat auf einem Girls Trip. Endlich mal wieder. Und ich habe mir Badelatschen für diesen Girls Trip gekauft, die ich so schön finde. Einfach so mit einem fetten Plateau in so einem richtig schönen Barbie Pink. Wir werden nämlich quasi in so einem Spa-Wellness-Hotel sein, weil aktuell ist ja alles sehr eingeschränkt. Auch in Deutschland sind wir. Und dann habe ich mir diese Badelatschen hier geholt. Und meine anderen Badelatschen... Ups. Meine anderen Badelatschen sind mir tatsächlich einfach irgendwie viel zu groß. Deswegen habe ich sowieso mal wieder neue gebracht. Und die haben mir halt so gut gefallen. Die hätte ich so oder so mitgenommen. Dein letzter Kinobesuch. Der war tatsächlich gar nicht so lange her. Beziehungsweise wir waren im Autokino. Das müsste im Mai gewesen sein. Mitte Mai. Und wir haben uns den Film Das perfekte Geheimnis angeschaut. Genau. Wir wollten einfach mal Autokino testen. Ich muss sagen, fand ich gut. Nur ich habe einfach während dem Film so viel Müll durcheinander gegessen. Und so diese Schlumpfgummibärchen, eine ganze Packung Chips, eine ganze Packung Tortillas und dann noch irgend so ein Zuckergetränk und mir war danach einfach so schlecht. Aber ansonsten fand ich es wirklich sehr cool. Und das letzte Mal, dass wir so richtig im Kino waren, boah, ich weiß es nicht. Weißt du, wann wir das letzte Mal im Kino waren? Ich habe gerade Jonas hergeholt. Hast du noch irgendwelche? Ich kann mich absolut nicht zuordnen. War das mit deinen Freunden, wo ich eingeschlafen bin bei diesem 3-Stunden-Film? Nee, das ist schon ewig, ja. Waren wir danach nochmal im Kino? Ich kann mich nicht dran erinnern. Also die Geschichte ist bestimmt schon 1,5 Jahre her. Ich glaube, wir waren 1,5 Jahre nicht im Kino. Nein. Avengers, da waren wir auf jeden Fall im Kino und da bin ich eingeschlafen. Ja, nein, nicht mein T-Shirt anfassen. Avengers war auf jeden Fall einer unserer letzten Kinofilme, wenn es nicht sogar der letzte war. Die letzte abonnierte Person auf YouTube, da habe ich tatsächlich absolut gar keine Ahnung mehr. Allerdings kann ich das natürlich für Instagram nachschauen. Da habe ich als letztes abonniert Amber Scholl. Das ist tatsächlich auch eine YouTuberin, der folge ich auch schon ewig auf YouTube. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich folge ihr auch auf Instagram. Ich glaube, ich habe irgendein Video von ihr gesehen, wie man coole Instagram-Bilder macht. Und irgendwie fand ich das Video dann voll gut und dann habe ich irgendwie, dann bin ich ihr auf Instagram gefolgt, weil dann fand ich sie irgendwie für Instagram inspirierend. Keine Ahnung. Irgendwie so war das. Die nächste Frage ist die letzte Übernachtung. Das ist natürlich jetzt die Frage, was ist damit genau gemeint? Also das letzte Mal, dass ich irgendwo anders übernachtet habe als zu Hause. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal irgendwo anders übernachtet habe. Ich habe mal bei meinen Eltern übernachtet. In Thailand habe ich in Thailand übernachtet. Und davor habe ich in der Dominikanischen Republik übernachtet. Und ansonsten? Nö, ansonsten gibt es da nichts. Ich habe schon öfter mal bei Freunden übernachtet. Meistens dann immer nur, wenn es zu spät war, irgendwie nach Hause zu fahren, wenn man dann schon zu müde war. Dann habe ich immer, oh Gott, muss hier nicht fallen. Dann habe ich schon mal bei Freunden übernachtet, aber ansonsten bin ich nicht so der spontan woanders Übernachter. Das Letzte, was du vorm Schlafengehen machst, das kann ich tatsächlich ganz klar beantworten. Und zwar ist es ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Also jeden Abend nochmal 3 Dinge zu nennen, für die man dankbar ist. Das mache ich, das macht Jonas. Normalerweise soll man sie auch aufschreiben, das wäre noch besser. Wir sagen es einfach nur mündlich. Und das ist quasi das Letzte, was ich vorm Schlafengehen mache. Und ich finde es richtig gut. Letztes gelesenes Buch. Boah, Leute. Ey, ihr bringt mich in Verlegenheit. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Oh wow, ich schaue gerade nach. Ich schaue mal gerade nach, weil wenn, dann lese ich meistens
mit dem iPhone quasi. Ich glaube tatsächlich, dass das letzte Buch, was ich gelesen habe, mein eigenes war, weil ich die ganze Zeit natürlich geschrieben habe, Korrektur gelesen habe, geschrieben, Korrektur gelesen. Das müsste es sein. Falls ihr jetzt gar nicht wisst, ich habe 2 E-Books rausgebracht. Bei dem einen geht es um das Thema Figurprobleme, bei dem anderen geht es um das Thema Produktivität zu Hause. Ich packe euch mal den Link zu den E-Books in die Infobox. Die E-Books haben jeweils über 30 Seiten, kosten 2,79 Euro und sind voll mit hilfreichen Tipps und Anleitungen und Schritten etc. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, muss ich sagen. Und ja, ich denke, das war das letzte Buch, was ich gelesen habe. Das war es auch schon mit dem Tag. Ich hoffe, ihr habt in den Kommentaren mitgemacht. Ich werde nämlich in den Kommentaren schauen, wer da auch seine Antworten hingeschrieben hat. Falls ihr jetzt noch ein bisschen Langeweile habt, dann klickt sehr gerne auf das i hier oben oder schaut euch eins von diesen beiden Videos hier an. Hier sind meine Social Media Seiten. Hier könnt ihr mich abonnieren. Und ich wünsche euch dann einen sehr, sehr schönen Tag und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!